Und wir beenden bi'idhnillah ta'ala mit einem Thema, wo eine Schwester über Facebook mich darum gebeten hat, dass ich das einmal erwähne, dass ich mal darüber spreche. Und subhanallah, qaddarallah wa masha'a fa'al, passte es in diese Situation jetzt mit rein, wenn wir von Nufus sprechen, von Seelen und Charaktere sprechen, dass wir das kurz erwähnen. Und zwar beklagte sich diese Schwester darüber, dass einige Ehemänner ihre Ehefrauen behandeln wie Bedienstete. Sie sagt, nicht, dass ich nicht gerne koche und sauber mache und aufräume, aber man möchte auch ganz gerne mal das Gefühl bekommen vom eigenen Ehemann, dass das geschätzt wird, was sie macht. Dass das hoch angesehen wird, was sie tut. Und an diesem Punkt ist zu erwähnen, dass eine Frau im Islam nicht die Pflicht hat, den Haushalt zu führen. Sie hat nicht die Pflicht, sie ist also nicht verpflichtet, zu kochen, zu putzen, aufzuräumen. Sie kann es machen. Wenn sie es tut, kriegt sie Belohnung. Wenn sie es für Allah subhanahu wa ta'ala tut. Und die Männer sollten das respektieren und respektvoll betrachten und nicht sehen, dass meine Frau ist meine, sie muss das machen. Nein. Und viele, viele, viele große Persönlichkeiten haben zu Hause mit angepackt. Und einer von ihnen war der Prophet a.s. Er hat seine Kleidung gestickt und genäht. Er hat den Boden gekehrt und gewischt und sauber gemacht. Und wo ist auch das Problem, das zu tun? Es gibt in diesem Punkt kein Problem. Dadurch wird der Mann nicht weniger männlich. Ganz im Gegenteil. Wenn er das macht, so ist er männlicher, als wenn er das nicht macht. Denn wenn wir von Männlichkeit sprechen, so war der Prophet a.s. die Männlichkeit überhaupt. A.s. Und er hat das gemacht. Und meine lieben Geschwister im Islam, und vor allen Dingen liebe Ehemänner, die Frau zu beschimpfen, zu beleidigen, sie zu schlagen, mit ihr umzugehen, als wäre sie eine Beute, sie als Objekt zu betrachten, all das ist nicht von dem Charakter eines Menschen, einer großen Persönlichkeit. Eine große Persönlichkeit, ein großer Charakter, er hat Ehre und Respekt gegenüber seiner Ehefrau und betrachtet sie als eine Person, die vollsten Respekt verdient hat. Und stell dir mal vor, die Frau sagt zu dir, und du sagst, du bist ein Mann. Also stell dir mal vor, deine eigene Frau sagt zu dir, wenn sie sauer auf dich, und du glaubst, du bist ein Mann. In dem Moment natürlich, jeder wird ausrasten. Aber guckt mal, die Frau des Propheten a.s. sagte zu ihm, und du sagst, du bist der Gesandte Allahs. Ja, in dem Moment, wenn sie ein bisschen, ja, nicht ganz, dann ist sie traurig, sauer, dann muss man das voll und ganz mit offener Brust annehmen und nicht dann zu denjenigen gehören, die Sachen machen, die ihre Frau, es gibt Geschichten von Männern, die haben ihre Frau Yawm al-Eid, am Tag von Eid geschieden, sie weckt ihn auf, steh auf zum Gebet, er sagt, Ente talib mit talati, du bist geschieden dreimal, nur weil er beten soll, nur weil er aufgehen soll zum Beten oder sie weckt ihn zum Frühstück oder wie auch immer, dann passieren solche Sachen. Und es gab ja diese Geschichte, die ihr alle kennt, von der Eifersucht der Ehefrau des Propheten a.s., als sie das Tablett, wo Essen drauf war, sie genommen hat und hingeschmissen hat. Und in anderen Überlieferungen wird gesagt, sie hat auf die Hand des Propheten geschlagen a.s. Ja, eine Sache, wenn wir uns in diese Lage versetzen würden, wir würden heutzutage ausrasten. Ja, aber die Sunna des Propheten a.s. war nicht so gewesen, meine lieben Geschwister im Islam. Deswegen seid gut zu euren Frauen, seid gut zu euren Frauen. Das war die Abschiedspredigt des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ehrt eure Frauen, habt Respekt gegenüber euren Frauen, helft ihnen dazu, dass sie rechtschaffende, tugendhafte Ehefrauen werden, indem ihr selbst rechtschaffen und tugendhaft seid.